Jetzt sitze ich hier mit dem Herrn André. Herrn André. Und der André ist der Leiter der Yogaschule, richtig? Yoga-Institut. So. Jetzt erzählen Sie uns doch bitte mal ganz kurz, was ist eigentlich Yoga? Yoga ist eine alte indische Tradition zur Entwicklung und Vervollkommnung des ganzen Menschen. Körperlich, geistig und seelisch. Ja, das Körperliche habe ich jetzt gemerkt. Ne? Die Frage, Herr Inre, Sie haben eben hier den Fisch mit mir gemacht, so haben Sie es genannt. Ne? Ja. Was soll das? Also der Fisch ist eine Position, öffnet sehr den Brustraum, den Brustkorb, die Atmung wird vertieft, eine angenehme Rückbeuge in der oberen Wirbelsäule, die Wirbelsäule wird flexibilisiert. Ja, und durch die Öffnung der Brust, wie gesagt, wird die Atmung vertieft, aber auch das Herz wird sehr stark angesprochen, sowohl auf der physischen als auch auf der subtilen, auf der mentalen und psychischen Ebene. Ein Fischchen einst im Wasser saß und von dem Wasser wurde es nass. Das Fischchen. Das Fischchen wollte gerne trocken sein, doch hatte es kein Handtuch. Nein, da sprang das Fischchen hops an Land und drehte sich ein paar Mal im Sand, ne? Und als dann kam das Morgenrot, war das Fischchen trocken, aber tot. War witzig, ne?